Bringt nochmal ins Gespräch, denn allein die Best-Practice-Beispiele, die wollen wir nochmal nennen, was es in Rula gibt oder auch in anderen Orten. Und sehr verehrte Damen und Herren, das Mikrofon ist angeschaltet. In der Mitte des Raumes geben Sie ein Signal, sobald Sie Fragen haben, sobald Sie auch Hinweise haben, Ergänzungen. Und wir versuchen jetzt vielleicht das, was noch geblieben ist, allein aus Ihren beiden Impulsreferaten, noch einmal zu vertiefen, zu verstärken. Ich würde mit Ihnen, Herr Schulz, gleich beginnen, Bürgermeister der Stadt Oberhof. Es fiel dieses schöne Wort Oberhofbeauftragter. Ich glaube, das war mit Verlaub nicht immer so positiv besetzt in den vergangenen Jahren. Wie blicken Sie auf die Herausforderungen, dem Thüringer Wald ein schöneres Image zu geben und trotzdem auch als Kommune all die Aufgaben zu erfüllen? In Zeiten, in denen man Nachhaltigkeit diskutiert, aber eben auch einen Klimawandel vor der Tür hat und trotzdem optimistisch, gut gelaunt und auch mit Blick auf eine starke Bürgergesellschaft, eine Kommune, ein Bundesland vielleicht ein Stück weit neu denkt. Das ist ja ein ganz weiter Spannungsbogen, den Sie da ansprechen. Würde ich jetzt die nächste halbe Stunde reden? Nein, mache ich nicht. Nehmen wir mal den Punkt 1, den ich vorhin gehört habe. Ich habe zur Kenntnis genommen, war es Herr Meierhofer oder waren Sie es, Herr Meier, der gesagt hat, dass der Umsatz in Thüringen 3,1 Milliarden Euro beträgt über den Tourismus. So, jetzt sind wir uns erstmal einig, dass das ein Wirtschaftsfaktor ist. Was die kommunalen Herausforderungen betrifft, sich in diesen Tourismus im Thüringer Wald einfügen, dann sind die sich wahrscheinlich alle ziemlich ähnlich, dass es sehr, sehr viele kleine kommunale Akteure gibt, ob das Oberhof ist, die sind nicht anders als Masserberg oder Tabarz oder Friedrichroda. Jeder kämpft seinen kleinen Kampf, mehr oder weniger verzweifelt, um den gleichen Gast und versucht das mit den Möglichkeiten, die er hat. Da hat Oberhof auf der einen Seite mehr Last, hat auch manchmal mehr Lust. Wir haben zumindest eine gute Tourismusinformation, die 7 Tage die Woche geöffnet hat. Haben viele andere kleine Orte so nicht, die nur stundenweise, ganz einfach, weil die Kommune das Geld dazu nicht hat, stundenweise öffnen können. Und in der Zeit, wo halt keiner da ist, findet der Tourismus nicht statt oder kann derjenige nicht buchen, der sich vielleicht für den Ort interessiert. Das ist nicht die Schuld der Kommunen, das ist ganz einfach so. Wie Herr Meier, ich habe gehört, dass Sie diesen Spirit entwickeln wollen. Das ist gut, wenn Sie das machen, und wir brauchen jede helfende Hand. Ich kenne viele, die sich wirklich mit ganz viel Herz bemühen, das dahin zu führen. Aber ich glaube, und das ist nicht ganz unselbstkritisch, so richtig helfen können wir uns eigentlich im Wald nur selbst. Mit der eigenen Wahrnehmung. Das mag jetzt vielleicht der ein oder andere kritischer sehen, mit der eigenen Wahrnehmung und auch mit dem Gefühl nach außen, dass wir das, was wir da machen, ich rede nur über das Gebiet Tourismus, auch wirklich gerne tun. Weil das letzten Endes auch das Gefühl ist, was der Gast mitnimmt nach Hause, wenn er die ein oder andere Einrichtung besucht und kriegt dort mit, ich bin hier gern gesehen, ich bin auch abends um 9 noch gern gesehen, wenn ich etwas essen möchte oder. Gibt es ganz viele tolle, gute Beispiele, gibt auch andere. Und dieses Kirchturmdenken, auch das war vorhin ein Thema. Und nicht, weil ich aus Oberhof komme. Ich stamme eigentlich aus Sachsen-Anhalt. Ich bin seit 30 Jahren jetzt nur in Oberhof. Und ich würde das sagen, ob ich Bürgermeister bin und ob ich in sonst wo wohnen würde. Jeder stirbt in diesem Wald, dafür sind wir viel zu kleingliedrig. Wenn wir nicht lernen, zusammenzuarbeiten, stirbt jeder nur alleine. Punkt. Und darüber können wir gerne streiten. Das ist so. Und Neiddiskussionen sind völlig fehl am Platze. Sage ich auch nicht, weil ich aus Oberhof komme. Ich freue mich über jeden Euro, über jede. Ich freue mich, Frau Schneider, ich sehe Sie dort hinten sitzen, wenn Zellermeles einen neuen Bahnhof hat. Weil das gut ist, wenn ein Dreckfleck in der Region wegkommt. Wird meinen Gästen gefallen. Und ich freue mich, wenn es in Gelberg oder in Masserberg oder sonst wo touristisch weitergeht oder Friedrichroda oder Tabarz etwas Neues baut. Ich kann meine Gäste nicht kasernieren. Die bleiben nicht in diesem Oberhof, die sind nach 2 Tagen sind die durch. Da möchten die etwas anderes sehen. Bin ich froh, dass es Weimar gibt, dass es Erfurt gibt, dass sie nach Meiningen können oder Schmalkalden in die Fachwerkstatt, äh, in, in die,
Fachwerkstadt. Wenn das nicht ginge, dann wären wir genauso tot. Und die Region wäre ohne Oberhof ein Stückchen ärmer. Und wenn wir das in die Köpfe kriegen, wissen Sie, Herr Mayer, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Dann würde der Thüringer Wald Sie einladen und würde sagen, Mensch, Herr Mayer, Wirtschaftsministerium, wir laden Sie ein und zeigen Ihnen den Spirit im Thüringer Wald. Das könnten wir eigentlich, weil wir so viel haben. Dafür brenne ich und das scheint so unendlich schwer zu sein. Ich mache jetzt Schluss, weil das war die Antwort auf Ihre Frage, glaube ich. Aber das gemeinsame Wandern wäre doch schon mal ein Start. Und die Fete dann auf dem Schneekopf wäre sozusagen das schöne Ziel, gemeinsam zu wandern, gemeinsam ins Gespräch kommen, über Crowdfunding nachzudenken, aber eben auch den Spirit abzuholen, der vielleicht draußen vorhanden ist in einer sich wandelnden Gesellschaft von Innovationen, auch von neuen Generationen, von internationalen Gästen. Das bedeutet, Oberhof hat es möglicherweise in den vergangenen Jahren etwas zu spüren bekommen, dass nicht so unmittelbar die A4 dort vorbeifährt und nicht dran liegt und auch kein großes Meer, auch kein wunderbares Ostfriesland da irgendwo in der Nähe ist. Möglicherweise sind das noch kleine Narben, auch Verwundungen, auch Verletzungen, wo die Region sagt, Butter bei die Fische, würde man bei Ihnen sagen in Ostfriesland, was sagt man bei Ihnen in Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht, in Thüringen, Frau Enders, würden wir auch sagen, Butter bei die Fische. Möglicherweise ist das so eine Art politische Bringschuld, auch jetzt zu sagen, Mensch, wir brauchen jetzt was ganz Verlässliches. Wollen Sie vielleicht nochmal darauf antworten, auf das, was gerade gesagt worden ist? Wir hangeln uns immer noch so am Thema Spirit, um zu gucken, ist er schon da? Erfinden wir ihn neu? Finden wir ihn woanders und bringen ihn nach Oberhof alle gemeinsam hin? Ja, also bin ich zu verstehen? Ja. Also der Spirit ist schon, also man kann den schon spüren. Man kann den überall, wo man hinkommt, merkt man, wie die Menschen emotional an ihrer Region auch hängen und dass sie selber wirklich bemüht sind, das auch ihre Region weiterzuentwickeln. Ich erlebe das immer, wenn ich mit Menschen spreche aus der Region, wie sie mit Inbrunst erzählen, was alles so besonders ist an diesem speziellen Ort oder wer da geboren wurde, wer da herkommt oder ob letztendlich was Goethe gemacht hat in dem Bereich. Und Goethe war ja quasi überall im Thüringer Wald. Der hat sich da überall rumgetrieben und hat ja auch, der wurde ja auch inspiriert. Der war übrigens ergriffen von diesem Geist, ja, der im Thüringer Wald herrschte. Der hat ja Werke der Weltkultur, wie zum Beispiel die Iphigenie auf Tauris, die hat er auf einer Wanderung durch den Thüringer Wald mal ebenso runtergeschrieben. Das heißt, nicht er persönlich, hat ja immer einen Sekretär dabei, dem er diktiert hat. Aber das sind ja so Dinge, die ja durchaus spürbar sind. Nochmal ein Satz zu Oberhof. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Oberhof ist und bleibt die Lokomotive im Thüringer Wald, weil Oberhof ist auch eine Marke. Die kennt man überregional aufgrund des Sports. Und das ist ja auch der Sportgeist, um wieder dieses Wort zu bemühen, der ist ja in Oberhof da. Es gibt eine lange Tradition aus der DDR heraus, jetzt auch in die Bundesrepublik hinein, sehr erfolgreiche Athleten und die alle sind ja auch sehr stolz auf ihre Region, ob sie jetzt aus Zellamelis kommen oder aus Oberhof selbst oder aus Gelberg oder wo auch immer. Das muss die Lokomotive bleiben und deswegen ist es ja auch gut, dass wir uns jetzt bemühen, nochmal die Biathlon-WM an Land zu ziehen und auch den Weltcup wieder zu stabilisieren. Es war ja ein Drama, dass der abgesagt wurde und das ist ja... Das war für mich eigentlich, dachte ich, Mensch, jetzt komme ich hierher und das Erste, was passiert, wird der Weltcup abgesagt, weil ich mich im Grunde ja auch sehr darauf gefreut habe und weil dann die Welt wirklich auf Oberhof guckt. Und das müssen wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Trotzdem auch, um einen letzten Aspekt noch einzubringen, das Thema, was ja auch häufiger jetzt schon im Landtag diskutiert wurde, der Schnee. Ja, es entsteht ja jetzt der Eindruck, es wird nie mehr Schnee geben im Thüringer Wald. Das ist momentan so die Gemütslage. Es ist ein bescheidener Winter liegt hinter uns und es war natürlich nicht gut. Aber es wird, sag ich mal, es wird jetzt nicht von heute auf morgen der Schnee uns völlig abhanden kommen, sondern es wird auch wieder schneereichere Winter geben und wir müssen auch den Wintersport im Blick behalten. Darüber hinaus natürlich die Ganzjahresdestination weiterentwickeln. Spirit des Sports ist die Überleitung zu Herrn Ballschmidt. Wir haben es beim Rennsteiglauf gesehen, wie viele Menschen sich auf den Weg machen, mit Rucksack, aber darin die Joggingschuhe für den Wald gut verpackt, um loszulaufen, jung und alt,
aus allen Bundesländern, aber auch internationale Teilnehmer sind dabei. Wie blicken Sie auf die Frage, wie man den Sport für den Tourismus vielleicht noch besser nutzen kann? Und was geht Ihnen und Ihren Gremien durch den Kopf, wenn Sie daran denken, Thüringen könnte gerade in puncto Sport vielleicht noch mehr punkten? Also der Rennsteiglauf ist ein wunderschönes Beispiel. Ich habe das gelesen vor wenigen Tagen, ich war selbst Läufer dabei, 17.000 am Start, 55.000, die da oben in Schmiedefeld sich bewegen, weil ganz viele Läufer kommen mit ihren Familien. Ich habe gesagt, ich habe 7 Enkelkinder, die waren alle mit. Die wollten sehen, wie Opa auf der Ziellinie stirbt. Er ist nicht gestorben. Die machen einen Umsatz von 3 Millionen an diesem einen Wochenende in der Region Schmiedefeld und Umgebung. Das ist das Paradebeispiel. Biathlon-Weltcup ist ein zweites, aber wir sehen auch alle und kennen die Probleme, die sich da abzeichnen. Ich weiß, der Bürgermeister wird das nicht gerne hören, aber ich sage zurzeit, man zerlegt sich derzeitig hier oben und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich das nicht begibt. Vielleicht braucht man dann jemanden, der da auch mal mit einer etwas härteren Hand dort reingeht. Wäre meine Empfehlung. Wir haben, und das muss man auch an der Stelle sagen, im Verlauf der letzten Jahre schon eine ganze Reihe von wichtigen, wertvollen internationalen Sportveranstaltungen auch für den Tourismus verloren. Wir hatten einen Weltcup im Skispringen, wir hatten einen Weltcup in der nordischen Kombination, wir hatten einen Weltcup im Skilanglauf, Tour de Ski. Wenn die einmal weg sind bei der internationalen Konkurrenz, darüber muss man sich im Klaren sein, dann sind die weg. Das ist ganz schwer, dort wieder in den Kalender reinzukommen. Wir haben in Oberhof hervorragende Voraussetzungen für den Leistungssport, aber auch für die Durchführung von Wettkämpfen. Das sind Alleinstellungsmerkmale, unter anderem der Frage Skitunnel, die gibt es 2-mal in Europa. Der wird auch, denke ich, ganz toll genutzt, Wettkampf. Städten und anderes. Man muss versuchen, auch die Organisatoren dieser Wettkämpfe noch stärker zu unterstützen, weil die schaffen es alleine nicht. Und auch die Wirtschaft oder die Unterstützung durch Sponsoren und anderes, die hält sich in Grenzen. Und oftmals ist es auch ein Grund gewesen, warum man aufgegeben hat, warum es nicht mehr funktioniert hat, weil auch die Macher nicht mehr da waren. In Erfurt haben wir einen Weltcup im Eisschnelllaufen. Die Organisatoren, der Verein, der Verband waren an einem Punkt, wo sie gesagt haben, machen wir nicht mehr. Die Stadt will von uns, ich glaube, 30.000 oder 35.000 Euro haben für die Nutzung der Halle an diesen 2 und 3 Tagen. Das stemmen wir finanziell nicht mehr. Also auch hier so die Frage, wie stellt man sich zusammen auf? Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich, mit den Möglichkeiten des Sports, mit den Möglichkeiten von Bewegung etwas zu tun für Tourismusentwicklung. Wir spüren bei uns im organisierten Sport Zunahme von solchen Motiven wie Gesundheit, Wohlbefinden, Fitness als einen Zugang zum Sport. Das war früher mal vor 15, vor 20 Jahren noch länger zu DDR-Zeiten Wettkampf, Leistung, Konkurrenz, das wird zunehmend mehr das Motiv, ich will etwas für mich tun und das nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit. Und deshalb sage ich, wird es darauf ankommen, auch noch mehr Angebote in Thüringen aufzumachen in Richtung Bewegung, Sport, Wandern, Radfahren, viele Dinge. Ich habe Ihnen das gesagt, auch wenn der jetzt fraktionslose Mitglied des Thüringer Landtages dort Wirtschaftsminister war, damals in den Jahren 2007 und 2009, da gibt es 2 tolle Konzeptionen, Sport und Tourismus, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und die Fachleute, die das gemacht haben, die haben wirklich was davon verstanden. Und da kann man mal reingucken und kann gucken. Und ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge von Dingen, die man auch erschließen kann.
Das Feedback, was Sie von Teilnehmern des Rennsteiglaufes bekommen, ist es so, dass die Menschen sagen, wir würden auch gerne in 3-4 Monaten nochmal hierher kommen, um vielleicht irgendwo in Oberhof oder in den umliegenden Ortschaften zu trainieren oder an Camps teilzunehmen, um speziell noch weiter zu joggen, weiter zu laufen. Gibt es so ein Feedback? Gibt es die Nachfrage? Hören Sie das so ein bisschen durch aus Resonanz? Ja, die Nachfrage insbesondere Laufwettbewerben nimmt ja ständig zu. Und ich glaube, der Rennsteiglaufverein hat das gut aufgenommen und hat neue Formate dort im Verlauf auch der letzten Jahre entwickelt. Neben dem Rennsteiglauf gibt es jetzt den Staffellauf, ein Riesenevent als Landessportbund. Wir sind da mit dabei, 240 Staffeln mit 10 Läufern. Das sind 2400, die da von Blankenstein sich nach Hirschel aufmachen. Dazu Infrastruktur ringsherum, das ist eine große logistische Herausforderung. Da sind also auch Familien mit dabei, das sind Unternehmen, Mitarbeiter, viele, die da mitwirken. Dazu gibt es den Herbstmarathon, Halbmarathon von Neustadt nach Schmiedefeld. Also schon eine ganze Menge von Läufen, die dort weiterentwickelt werden. Und ich glaube schon, dass man das auch in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen kann. Ich hoffe immer mal, dass es die große Herausforderung gibt, den Rennsteig-Skilauf im Februar. Aber der ist jetzt, glaube ich, zweimal hintereinander leider ausgefallen, mangels Schnee. Dagmar Köllner, Ihr Herzensgebiet ist auch der Thüringer Wald und damit die Frage, wie schaffen wir die verschiedensten Touristen dafür zu begeistern, zu gewinnen, dass sie bleiben, möglichst auch länger bleiben als nur für eine Wanderung. Wo würden Sie konkret ansetzen wollen, wenn Sie sagen könnten, ich habe jetzt den Hebel in der Hand, welche Punkte wären Ihnen am wichtigsten, wo Sie sagen, hier würde ich gerne ändern? Also zunächst erstmal möchte ich die herzlichsten Grüße unserer Geschäftsführung übermitteln, der Frau Schlöter, die kann heute leider nicht teilnehmen, da sie im Urlaub ist, auch mal. In Vertretung bin ich hier, arbeite in der Marketingabteilung des Regionalverbundes und bin da zuständig für die Strategie. Und das ist eigentlich das, was momentan bei uns das Wichtigste ist und ganz vorne steht. Denn die Frage, die hier oben drüber steht, haben wir uns voriges Jahr genau am 1. April gestellt. Nicht als Aprilscherz, sondern da hatten wir einen Termin mit einer Agentur, weil wir gesagt haben, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen nochmal grundlegend nachdenken. Wir hatten in den letzten 10 Jahren eigentlich keine Weiterentwicklung, was statistische Zahlen betrifft, was Umsätze betrifft. Von daher haben wir gesagt, es nützt nichts, wenn jeder von uns immer denkt, die Arbeit, die wir 8 Stunden machen, die machen wir gut und die machen wir richtig. Ob sie dort ankommt, wo sie ankommen muss, ist erstmal egal. Hauptsache, wir sind mit uns zufrieden, das geht nicht. Und wir haben vor einem Jahr angefangen und haben uns überlegt, wie können wir es machen. Und sind zu dem Schluss gekommen, recht schnell, dass es nicht nur reicht, eine Marketingkonzeption wieder neu aufzulegen, sprich irgendwelche Kampagnen oder Dinge zu tun, die im Marketing an den Endkunden kommen, sondern dass wir generell über unsere Region, über den gesamten Wald, über alle Akteure im Wald nachdenken müssen. Und haben deshalb in diese Tourismuskonzeption, in der wir uns ja momentan befinden, eine Markendiskussion mit hineingenommen und auch, was ich ganz wichtig finde, soweit sind wir aber noch nicht, eine Analyse zu den Organisationsstrukturen im Thüringer Wald, zu der Organisation des Regionalverbundes generell und zu unserer Stellung zu touristischen und wirtschaftlichen Verbänden im Bundesland. Also auch die Ebene, mit der wir zusammenarbeiten, die über uns liegt. Und das, was wir bis jetzt festgestellt haben, wir haben also die Analyse hinter uns, sowohl regionalwirtschaftlich als auch touristisch, und wir haben den Markenprozess hinter uns. Und da komme ich jetzt zurück auf Ihre Frage. Das, was wir festgestellt haben, ist, dass wir nicht weiterkommen, indem wir nach wie vor den Thüringer Wald als eine geografische Sache sehen, als ein geografisches Gebilde, das sehr, sehr kleinteilig ist,
sondern dass wir es vielleicht andersrum versuchen müssten und müssten sagen, es gibt im Thüringer Wald verschiedene Themen, die sehr, sehr wichtig sind, wo wir Alleinstellungsmerkmale gegenüber den anderen Mittelgebirgen haben und an denen wir uns langhangeln müssten und unter diese Themen, unter diese Produkte dann bestimmte Regionen setzen oder bestimmte Orte setzen oder bestimmte Highlights setzen. So, können Sie Themen schon benennen? Also wir haben wir haben eine Fanresonanzanalyse gemacht, es gab Online-Befragungen, es gab Expertengespräche und eigentlich, und das dürfte uns nicht verwundern, sind vier Themen, aber die vier Themen recht gleichwertig dort herausgekommen. Das ist zum einen die Natur, das ist die Kultur, sind die Aktivitäten, die wir haben und das sind die Wintersportveranstaltungen. Also nicht der Wintersport, sondern die Veranstaltungen mit dem Winter im Zusammenhang. Und wir haben gesagt, wenn es diese vier Themen gibt, die von außen wahrgenommen werden, die wir uns nicht selber setzen, sondern die man von außen wahrnimmt, wenn man an den Thüringer Wald denkt, dann lasst uns doch mal überlegen, ob wir unter diese vier Themen momentan auch schon vier Produktmarken unterordnen können, die es gibt bei uns, die wir haben, mit denen wir vielleicht Spitzenleistungen nach außen zeigen können und haben gesagt, bei der Kultur wäre das die Wartburg, bei der Natur wäre es eindeutig UNESCO, sprich das Biosphärenreservat, aber auch die nationalen Naturlandschaften. Bei aktiv, da passt der Rennsteig drunter, eindeutig, weil er aktiv ist in jeder Hinsicht, Wandern, Rad, Winter und so weiter. Und bei Wintersportveranstaltungen, und das haben wir jetzt schon gehabt, wäre Oberhof, das, wo wir sagen, das wäre die Produktmarke. So. Und es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir sagen, wir finden alles das, was man im Thüringer Wald machen kann, alles das, was es gibt, alle Leistungsträger, die im Thüringer Wald arbeiten, egal in welcher Art und Weise sie mit dem Tourismus verknüpft sind, können sich eigentlich unter einem dieser vier Themen wiederfinden. Also nicht unter einer Region wiederfinden, nicht, dass jetzt ein Leistungsträger sagt, ich sitze im Thüringer Schiefergebirge und dafür habt ihr in eurem neuen Imageprospekt aber keine Seite drin. So, warum nicht? Sondern, dass er sagt, ich habe da, wo ich meine Leistung vollbringe, ist eine geschützte Naturlandschaft. Ich bin im Naturpark Thüringer Schiefergebirge, obere Saale. Und Naturpark und geschützte Natur, darunter finde ich mich wieder. Und da kann der Regionalverbund für mich und für uns generell auch etwas tun, dann das irgendwo in Spitzenleistungen und Produkte umzusetzen. Da wird es eventuell hingehen. Wir sprechen noch überhaupt nicht von Marketing, soweit sind wir noch nicht, weil wir Touristiker denken ja immer gern gleich als Slogans und als Werbebotschaften und an Image-Prospekte. Also das hat damit überhaupt noch nichts zu tun, sondern wir sind der Meinung, wir müssen definitiv zunächst, ja, nehmen wir wieder den Spirit, definitiv das finden, was den Thüringer Wald ausmacht und von unten anfangen. Ich glaube, Herr Mayer, Sie sagten das vorhin auch schon, es nützt uns keine der schönsten Organisationen mehr etwas und wenn sie noch so viel Geld hätte und noch so viel Marketingmittel in der Hand, die von oben versucht, irgendwas, die Region zu vermarkten, ohne dass jemand mitzieht, ohne dass es unten bei den Leistungsträgern ankommt, das nützt nichts mehr, so geht es nicht. Machen wir an der Stelle einen Punkt und ich schaue zu Ihnen. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Ergänzungen? Ganz hinten. Mögen Sie zum Mikrofon gehen? Ja, mein Name ist Holger Auerswald, in der Linken kein ganz Unbekannter, bei manch einem hier auch nicht. Beschäftigt nicht nur mit Tourismusfragen, sondern auch mit energetischen Fragen. Und ich bin jetzt durch viele Beiträge animiert, diese Themen zusammenzuführen. Petra Enders hat gesprochen über den Begriff der Mobilität und der umweltfreundlichen Mobilität. Nur werden wir über Umweltfreundlichkeit und Dampflokomotiven jetzt nicht diskutieren. Also was mir vorschwebt ist, dass wir gemeinsam eine Vision entwickeln, die all die Themen, die angerissen sind, zusammenbringt. Nämlich Thüringen zu entwickeln zu einem Musterland elektromobiler Tourismus. Was haben wir? Wir können Strom selbst erzeugen, wir haben Pumpspeicherkraftwerke, wir haben Wind, wir haben Sonne.
Damit können wir Strom erzeugen. Den eingespeist in Elektrofahrzeuge, die am Bahnhof in Zellamelis stehen, weil Oberhof in Zukunft keinen mehr hat. Aber ich kann von Zellamelis nach Oberhof mit einem Elektromobil fahren. Und Thomas Schulz baut vielleicht irgendwann Ladestationen, sodass auch der eine, oder hat schon welche, ne? Sodass ich touristisch eine Infrastruktur entwickle, die ich für ein völlig neues Thema nutze. Und dann bin ich bei einem alten Oberhof-Touristen, der uns mal aufgefordert hat, zum Überholen ohne einzuholen. Also nicht hinzugucken, wo sind die anderen jetzt und wo müssen wir was nachholen, sondern wo können wir vielleicht an den anderen vorbei, ohne all die Fehler zu machen, die die anderen gemacht haben. Ein Fehler, der hier gerade schon wieder passiert, es wird viel über den Thüringer Wald geredet und die anderen Regionen plätschern schon wieder so nach hinten raus. Die Rhön gehört auch zu den UNESCO-Reservaten, also nicht immer nur das Fässertal, was ja in Zukunft nicht mehr Fässertal heißt, sondern nur noch Thüringer Wald. Also auch diese Dinge müssen wir ja völlig neu mitdenken. Aber ich würde wirklich anregen, vielleicht auch ins Ministerium oder Herr Meyerhofer oder wer auch immer das vielleicht machen kann, eine Konferenz zu machen, wie könnten wir Thüringen zum Musterland elektromobiler Tourismus gestalten. Da gehört eben der Gastronom dazu, der seine Ladesteckdose irgendwo hat, dass ich mein Fahrrad laden kann, dass ich meinen Elektrorollstuhl laden kann oder eben darüber hinaus das Elektroauto, den Elektroroller, was auch immer da noch kommt und auch das Golfmobil in Oberhof. Ja, also da würde ich vielleicht mal gleich anschließen, das sehe ich genauso. Also wir müssen das Thema Elektromobilität müssen wir viel mehr bespielen. Ich kann vielleicht auch, weil vorhin angesprochen worden ist durch Holger Auerswald, man müsste doch vielleicht mal eine Verkehrskonferenz oder eine Konferenz auf den Weg bringen, wo man genau diese Fragen diskutiert. Ich kann schon einleiten. Wir haben im Ilmkreis eine Verkehrskonferenz angesetzt und zwar am 11. Juni. Da werden wir uns unter anderem eben mit der Frage auch Elektromobilität beschäftigen und werden, also dort geht es also genau darum, dass man eben auch Konzepte entwickelt, wie man eben vom ICE-Knotenpunkt Erfurt, ne, da kommt man jetzt an als Gast. So, wenn man in die Region aber will, dann muss man natürlich auch dort Angebote schaffen, also regionale Verknüpfungen schaffen. Und da könnte eben gerade diese Elektromobilität eine große Rolle spielen. Übrigens kann ich hierzu sagen, hat das Ministerium oder das Land hier sehr, sehr viele gute Programme auf den Weg gebracht. Also wir im Ilmkreis sind jetzt gerade dabei, so ein Projekt Fleet Floating, das ist ein Bundesprojekt, gestützt auch durch das Land, auf den Weg zu bringen. Denn man braucht, um Elektromobilität nutzen zu können, braucht man auch Konzepte. Also man muss auch erstmal ein Konzept entwickeln, das es eben auch möglich macht, diese Elektromobilität auch nachhaltig auch gut zu nutzen. Und das ist also auch die erste Voraussetzung, bevor ich überhaupt hier anfange. Und das sehe ich genauso. Man kann mit Rad, ne, also dass man also Stationen auch schafft an entsprechenden Punkten oder eben auch an touristischen Highlights, dass man dort eben die Möglichkeit hat, sein Elektrofahrrad entsprechend aufzuladen, dass man eben auch Möglichkeit hat, dann mit dem Elektroauto dorthin zu kommen, es dort zu laden, sich dann erstmal in der Region was anzuschauen, das Elektroauto wieder zu nehmen und dann eben an den Punkt, an den Ausgangspunkt zurückzukehren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich merke, die Zeit drängt. Ich will nicht. Aber das sind jetzt, das sind also Ideen. Wir diskutieren die am 11.06. am Bahnhof Rennsteig und ich lade recht herzlich auch dazu ein, denn da geht es genau um diese Fragen. Herr Meyerhofer, ich würde gerne das Mikrofon an Sie nochmal geben, Stichwort Elektromobilität und vielleicht auch diese Fragen E-Autos in Bezug auf Kompetenzzentrum und Tourismus neu denken. Ja, das Kompetenzzentrum. Also es gibt solche Angebote. Ja, es stehen am Erfurter Bahnhof Elektroautos, die Sie über die Bahn mieten können. Sie können zur Leuchtenburg fahren und dort werden Sie die Porzellanwelten betrachten, Ihr Auto aufladen. Sie können nach Arnstadt fahren in die Stadtbrauerei. Da gibt es eine wunderbare Zapfsäule, da können Sie sich einploppen und ein schönes Bier trinken, nur eins. Und dann eine kleine Runde durch den Thüringer Wald fahren. Sie können nach Bad Sulza fahren, dort baden gehen und einstecken. Sie können nach Jena fahren, weil ich da gerade einen Müller sehe. Also es gibt sie, ja. Wir müssen, es reicht, das wäre mein nächster Satz gewesen. Wir brauchen da unbedingt mehr, aber und wir brauchen auch die Kommunikation der Leistungspartner über dieses Thema. Wenn der Gast nicht erfährt, dass er
sozusagen das nutzen kann, dann wird das vermutlich auch nicht machen. Das sind wir mit der TTG und unserer Touristinfo gut am Wege, auch in Richtung Mobilitätszentrale uns zu bewegen und eben auch diese Informationen dann aufzubereiten. An der Stelle noch ein anderes Beispiel. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, gute Ideen, innovativ, modern, von unten, Stichwort RULA. Dort gibt es eine Idee, die eigentlich Schule macht. Ja, was ich vielleicht noch sagen möchte, dieses mit unten und oben, das mag ich überhaupt nicht. Also die DTG ist nicht oben und der Leistungsträger ist nicht unten. Wir arbeiten sozusagen für die gemeinsame Sache und haben unterschiedliche Aufgaben. Das unterscheidet uns aus meiner ganz persönlichen Sicht. Ich weiß schon, ich rutsche da auch manchmal rein, aber ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ja, was mir besonders gut gefällt und uns besonders gut gefällt, ein Beispiel, Ferienhauslichtung in Rula. Menschen, die dort zauberhafte Häuser gebaut haben, und die nicht nur Häuser gebaut haben unter dem Hintergrund, jetzt machen wir mal irgendwie Ferienhäuser und schauen, dass die so günstig wie möglich sind, sondern die haben dort Ferienhäuser gebaut, die architektonisch besonders sind, außergewöhnlich sind, mit viel Glas. Nicht, dass wir bauen jetzt Ferienhäuser im Thüringer Wald, deswegen müssen das Blockhütten sein. Aus der Blockhütte, das gibt es nämlich nur ganz kleine Fensterchen. Also ich will herausschauen in den Wald. Und das ist dort gelungen, mit dem Ergebnis, dass man kaum Platz kriegt dort. Mit dem Ergebnis, dass sie top gerankt sind bei der wunderbaren Plattform Urlaubsarchitektur. Da kann man solche Häuser, solche Hotels in ganz Europa mieten und die werden dort angeboten. Gibt es ein paar Beispiele in Thüringen, auch die in Arnstadt zum Beispiel. Das heißt, es war ja ein Wagnis sicher, sind in der Zwischenzeit auch Top-Gastgeber bei uns, obwohl sie uns ganz klar im ersten Gespräch gesagt haben, ist schön, wenn wir mit dabei sind, aber eigentlich brauchen wir eure Kommunikation nicht. Ne? Wir brauchen das Ferienhaus Lichtung mehr, damit wir zeigen können, schaut mal, was es für tolle Angebote bei uns gibt. Und vielleicht ein zweites noch, was mir gerade im Hinblick auf den Thüringer Wald noch sehr am Herzen liegt. Sie alle vermutlich kennen den Axel Müller, Autorin. Das ist für mich so ein Beispiel, wie es geht. Der ist innovativ, der ist extrem kommunikativ, der ist offen für alle neue Ideen und der ist vor allem in jeder Phase, ich habe ihn jedes Mal, wenn ich mit ihm zusammen war, so kennengelernt, dass er sich mit allen vernetzt und keine Berührungsängste hat, von Sonneberg nach Oberhof zu schauen oder ansonsten eine Stelle des Thüringer Walds. Und das, da sind wir beim Spirit, wir haben ganz tolle Beispiele bei allem Betrachten der Fehlstellen und die müssen wir stärken und solche müssen wir, glaube ich, noch mehr schaffen. Vielen Dank. Also barrierefreier Spirit und Kommunikation ohne unten und oben, es ist alles auf einer Ebene. Das nehmen wir jetzt auch mit, neben der schönen Idee Ferienhaus Lichtung. Eigentlich schon kein Geheimtipp mehr, wir sagen es aber trotzdem und zu finden im Internet. Ich gucke nochmal in die Runde. Gibt es Fragen? Bitte schön. Nochmal Bernd Hornhoff. Ich befasse mich mit Schwingung, das heißt, ein Gebiet ist Entschleunigung. Und da habe ich einen Leitspruch, es ist leichter oder es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen. Und ich sehe in dieser Richtung, das eine ist Leistungssport. Das andere ist, wir haben auch Leute, die kein Leistungssport machen wollen und einfach wieder bloß entschleunigen wollen. Ich mache unter Privatinitiative einen Natur- und Erlebnisgarten und wir machen dort ein Entschleunigungsprogramm mit dem Herzen gehen. Das heißt, wenn ich bewusst mit dem Herzen gehe, das ist eine besondere Art und Weise zu gehen, komme ich auch wieder zurück und verbinde mich mit der Natur und verbinde mich mit mir selber und in mir selber liegt auch der Weg, damit ich wieder gesund werde. Danke.
Gibt es weitere Hinweise, Ergänzungen, Fragen? Bitte schön. Ja, mein Name ist Karl, ich komme aus der Rennsteiggemeinde Plankenstein. Als erstes ein Hinweis an Sie, Herr Mayer: Der Stein nach Wanderung über den Rennsteig gehört in die Selbe zu, nicht in die Saale. Okay. Das habe ich mir ein Anschreiben entnommen, ja. Und als Bürgermeister der Gemeinde Plankenstein lade ich Sie natürlich recht herzlich ein, dann bei uns auch ein Stück zu verweilen und sich anzugucken, was in Zusammenarbeit mit dem Regionalverbund in den letzten Jahren hier wirklich geschaffen worden ist. Wir haben viel Geld in die Hand genommen. Wir haben vieles getan auf dem Rennsteig, allerdings kommen wir uns manchmal im Osten Thüringens trotzdem ein bisschen abgehängt vor. Gell? Es fiel der Stichwort von dir, Rolf, hier mit Rennsteiglauf und so weiter. Bis vor 3 Jahren gab es einen zweiten Tag beim Rennsteiglauf. Es gibt ihn nicht mehr. Ich habe unterdessen Ausschreibungen mit. Wir organisieren seit 3 Jahren im Oktober das selber, ja, und bewandern die Strecke von Steinbach am Wald nach Plankenstein. Denn wir kämpfen nach wie vor mit der Problematik, dass wir eben 40 Jahre den Rennsteig nicht laufen konnten, nicht bis zum Ende oder bis zum Anfangspunkt. Wir streiten uns da überhaupt nicht, weil wir am Plankenstein sind. Das ist wie bei der Wurst, die hat auch 2 Enden oder 2 Anfang, wo man sie halt anschneidet und so. Aber ich möchte auf ein zweites Problem hinweisen. Wir haben einen zweiten Ort in Thüringen, in Ostthüringen, der eine große sportliche Tradition hat und sich über viele, viele Jahre jetzt wirklich auch abgehängt fühlt. Wir haben das 82. internationale Schleizer Dreieckrennen in diesem Jahr. Es ist die älteste Naturrennstrecke Deutschlands. Ein Potenzial, was zu Ende der DDR ca. 220.000 Zuschauer pro Rennen angezogen hat. Wir sind unterdessen wieder bei 30.000, 35.000. Aber wenn in diese Infrastruktur, in dieses Potenzial, was sich dort anbietet, nichts investiert wird, wir diskutieren zurzeit sehr, sehr intensiv über Thüringer Meer, über die Verknüpfung der Rennsteigregion mit der Verknüpfung vom Thüringer Meer, von ein Regionalverbund nicht zu gründen, sondern eine Arbeitsgemeinschaft. Wir haben eine kommunale Arbeitsgemeinschaft mit 25 Beteiligten und so weiter. Wir sind da sehr intensiv wirklich am Start. Wir wollen auch Fehler vermeiden, die gemacht worden sind auf dem Rennsteig mit 15 Millionen, die ausgegeben worden sind. Und jetzt ist kein Geld da, um letztendlich das, was geschaffen worden ist, zu erhalten. Ja, was eigentlich eine Rolle hätte spielen müssen von Anfang an, wo die Kommunen ganz einfach überfordert sind. Auch gute Bauten müssen an irgendeiner Stelle durch Kommunen erhalten werden. Ja, aber wir bemühen uns in Ostthüringen wirklich und versuchen dort, wir haben das Fruchtland vor der Haustür, wir haben auch ein Thüringer Fruchtland und so, also wir müssen ganz einfach etwas dafür tun und da bin ich sehr bei Holger Auerswald, der gerade davon gesprochen hat, dass Thüringen ganzheitlich angeschaut werden muss. Es gibt ein Konzept zum Beispiel für Schleizer Dreieck, für Elektrorennen. Es gab dort schon Testläufe und so weiter, die gemacht worden sind. Also es gibt da viele Initiativen und ich lade Sie ganz recht herzlich ein, sich diesen Komplex, wenn Sie in Ostthüringen unterwegs sind, bei mir auch mit anzuschauen. Ich werde die entsprechenden Partner mit auf die Strecke bringen. Da ist Zeit. Man kann von Brennersgrün bis Plankenstein viele Gespräche führen. Ich bin die Strecke zig Male gelaufen und so weiter. Ich bin auch gerne bereit, 2 Etappen mit Ihnen zu laufen, um dort alles zu erklären. Ja, und selbst da werden wir noch nicht fertig sein. Ja, aber letztendlich möchte ich nur alle darauf hinweisen, Thüringen ist etwas größer als nur der Thüringer Wald. Und wir sind nun mal in einer starken Konkurrenzsituation auch zu den Bayern. Auch naturparkmäßig in starker Konkurrenzsituation zu den Bayern. Obwohl wir eigentlich die Region gesamt sehen. Denn den Touristen interessiert es einen alten Kehrig, ob er über eine Kreisgrenze fährt, ob er über eine Landesgrenze fährt oder irgendwas anderes. Wir haben die gleichen Probleme in Bayern, in Oberfranken, wie bei uns in Ostthüringen. Wir können nur an einem Strick ziehen und da bitte ich Sie auch ganz einfach mit der Regierung Oberfranken dort noch einmal glashart zu diskutieren und vergessen Sie die Höllentalbahn dabei nicht. Die Dankeschön. Nimmt Herr Mayer am besten gleich mit zum Wandern. Und dass Sie gesagt haben, Frau Enders, den Tourist interessiert es nicht, wo ein Landkreis zu Ende ist, das fiel auch schon mal. Mögen Sie ergänzen? Nur ganz kurz, ich nehme den tatsächlich mit, also den Landrat aus Kronach, ist das Kronach? Ja. Ja. Genau. Das ist ein kurzes Stück bayerischer Rennsteig. Also der ist eingeladen, ich hoffe, er kommt auch mit und insofern das Grenzüberschreitende nehme ich da gerne mit auf. Es gab eine weitere Wortmeldung, bitteschön. Ja, Kerstin Kerstner, Mitglied des Bundestages, Fraktion Die Linke. Ich war in meinem vorherigen Leben Landrätin auf der Insel Rügen und ich kann einfach nur dem Knut gratulieren zu dieser Runde. Ich glaube, sie ist dringend notwendig,
weil wir haben eigentlich sozusagen zwei Aufgaben. Und die erste ist, natürlich alle vor Ort Tätigen mitzunehmen. Das ist eine Aufgabe und ich möchte nicht entmutigen. Die ist permanent und die kommt immer wieder. Es kommen immer neue Leute dazu, neue Bewegungen. Und deshalb muss man es immer wieder schaffen, alle mit unter einen Hut zu bekommen. Nur so hat die Region, wie man sie dann auch definiert, und das kann unterschiedlich sein, eine Chance, sich zu entwickeln. Und darüber hinaus, und das ist vielleicht jetzt die spannende Aufgabe, die innovative, dass man eben wirklich eine Marke entwickelt, die ein Erscheinungsbild hat, die nach außen wirkt und eben auch dauerhaft die Gäste bindet. Und da gibt es ja hier sehr viele Aktivitäten, die wir heute gehört haben. Kann ich nur viel Glück wünschen, solche innovativen Projekte, die bringen bestimmt Neues. Ich wollte noch eins ergänzen, weil mir das sehr wichtig ist. Es ist nicht nur die Natur und das, was so geboten wird. Es sind vor allem die Menschen, die hier vor Ort sind. Wir haben eine Befragung auf Rügen gemacht, was die Gäste zum Wiederholungstäter macht. Das ist natürlich der Königstuhl und der Strand, ist ganz klar. Aber gewissermaßen auch der Koch, die besondere Küche in der Region und auch die nette Frau an der Rezeption oder die uns als Wanderführerin durch den schönen Nationalpark geführt hat. Also ganz menschliche, ganz emotionale Erlebnisse, die man damit verbindet. Da komme ich zu dem, was ich als Zweites sagen will. Ich bin ja jetzt verantwortlich im Bundestag mit im Tourismusausschuss, die Aufgabe des Landes zu unterstützen. Also ganz klar, Tourismuspolitik ist Landespolitik, aber der Bundestag macht bestimmte Projekte. Wir versuchen eben das zu unterstützen, bestimmte Modelle zu entwickeln. Und ich hoffe, dass das auch alles gut ankommt, was wir dort machen. Ich habe es manchmal gemerkt, dass es nicht bis in die Region hineinreicht, dass bestimmte Projekte dort angeschoben werden, mit Geld unterlegt werden. Und da sollten wir einen guten Austausch hinbekommen, damit auch wirklich alles bei euch hier vor Ort ankommt. Und darüber hinaus würde ich eben einfach wissen wollen, wo sind bestimmte Dinge, wo Sie sagen, dass wir das mal auf den Weg bringen wollen. Also Naturtourismus liegt ganz weit vorn, ländlicher Raum. Also wir haben nicht nur die großen Orte, wo tatsächlich der Tourismus ganz klassisch passiert, sondern eben auch viele kleine Orte, die dadurch zusätzliche Potenziale entwickeln können. Das unterstützen wir. Und ein Schwerpunkt sind natürlich auch inhaltliche Dinge. Also in diesem Jahr Luther zum Beispiel ist ja auch nicht so weit weg hier von dieser Region. Und ganz neu, weil du das auch sagtest, am 14. Mai ist jetzt immer Wandertag bundesweit. Auch eine Veranstaltungsbewegung, die sich immer noch mehr fest entwickeln wird und, glaube ich, zur neuen Marke wird. Das, glaube ich, ist auch etwas für alle, egal ob klein oder groß oder jung oder alt oder ganz körperlich fit oder nicht ganz so, kann da mitmachen. Und das wollte ich nur noch mal informieren. Und wie gesagt, wir stehen da gerne offen bereit, um zu unterstützen. Also ich wünsche da ganz, ganz viel Glück für dieses Riesenvorhaben. Vielen Dank. Stichwort Wandertag. Wandertag Lutherweg hören wir, Frau Krönekress, sicherlich am Nachmittag noch mehr, auch im Zusammenhang mit Herrn Melzer. Noch ein Blick in die Runde. Eine Meldung, eine Frage, eine Ergänzung würden wir noch schaffen, bevor wir hier die Schlussrunde auf dem Podium einläuten. Das ist gar nicht der Fall, dann mache ich das jetzt und beginne mit Herrn Waldschmidt. Also, wir haben gerade gehört, am zweiten Tag könnte der Rennsteiglauf möglicherweise wieder gut gebrauchen. Wo ist er? Kriegt man ihn wieder? Wir haben aber auch gehört, es gibt viele Events, es gibt viele andere Kommunen, die sagen, jetzt sind wir eben allein gelassen, weil wir unsere Sachen doch alleine auch stemmen müssen. Trotzdem haben Sie uns gesagt, der Sport zieht, Gesundheit zieht, Wellness zieht. Es sind nicht nur jene, die zu Ihnen kommen, um am Rennsteiglauf teilzunehmen, sondern auch die, die einen sportlichen Urlaub verbringen wollen und damit auch ein Potenzial darstellen. Wenn Sie unseren Vormittag bilanzieren würden, wie sieht das aus? Vor allem auch mit Blick auf die Frage, wohin muss er sich entwickeln? Der Tourismus zusammengefasst von Ihnen in 2, 3 Punkten. Nun bin ich kein Tourismusexperte, aber ich glaube schon, dass da im Verlauf auch der letzten Jahre enorm viel entstanden ist. Ich bin begeisterter Radfahrer,
wenn ich sehe, was es in Thüringen für ein wunderbares Radwegenetz gibt, was auch inzwischen, glaube ich, bundesweit Bedeutung gewinnt. Das, was ich mir wünschen würde oder wo ich denke, dass man darüber nochmal auch nachdenken muss, neben Veranstaltungen im Hochleistungssport, neben dem eigenen Aktivsein im Urlaub, noch mehr Events, neudeutsch, zu organisieren. Ich habe auch mal in Vorbereitung der heutigen Podiumsdiskussion geschaut, wie sieht das in Winterberg aus, was macht man in Winterberg. Es gab mal in Oberhof Bikefliegen, so Trends, junge Events, das gibt es nicht mehr, mit Mountainbike-Rennen, wo man, glaube ich, auch ganz tolle Dinge tun kann. Das Hörnerschlittenrennen in Brotterode zieht enorm viele Leute. Also auch sportliche Veranstaltungen, sportliche Wettkämpfe außerhalb dieser klassischen, ich nenne es immer, olympischen Dinge, da sage ich, gibt es ganz bestimmt noch Nachholbedarf und da sollte man mal auch zu anderen schauen, was dort organisiert wird. Thomas Schulz, vielleicht wird ja Ihr schönes Oberhof zum heimlichen Santiago de Compostela für alle Politiker, die im Sommer auf Schuss das Rappen unterwegs sind, eigentlich inkognito, aber auch um gerne viele Dinge zu besprechen. Ihr Blick zusammengefasst auch auf diesen Vormittag und vor allem auch nach vorn gedacht auf den Tourismus in Thüringen. 2, 3 Punkte, die Ihnen wichtig wären und die wir konstruktiv anpacken mit Ihnen. Also ich denke zweierlei. Es kann sich nicht um alles eine Kommune kümmern oder ein Freistaat Thüringen oder die öffentliche Hand schlechthin. Das, was letzten Endes Chancen hat zu existieren, ist immer das, was aus der privatwirtschaftlichen Hand kommt und nach vorn getrieben wird. Das ist der Punkt und ich würde mir wünschen, bei dieser tollen Idee Rennsteigticket, wir haben mehrfach darüber gesprochen, was woanders gang und gäbe ist im Schwarzwald, was die Gäste unheimlich gerne nutzen, weil sie eine Karte in die Hand kriegen und können damit, weiß ich nicht, 100 Kilometer im Umkreis öffentliche Personennahverkehr nutzen. Das schultert dort nicht allein die öffentliche Hand, weil sie es nicht könnte, sondern es bedarf einfach dem Erkennen, dem Wollen und dem Können auch der Akteure vor Ort, die sagen, in einem Umlagefinanzierungssystem finanziere ich dort mit. So. Das wäre so eine, also man darf nicht immer, um den Punkt zusammenzufassen, darauf warten, dass es irgendjemand für mich tut. Das wird nicht passieren und die Politik wird sich die Beine ablaufen und wird es trotzdem nicht hinkriegen. Das ist meine Wahrnehmung heraus. Es muss von innen heraus mitgetragen werden. Das Zweite, was ich habe, lieber Rolf, du hast es angesprochen, was den Weltcup betrifft und ganz, ganz viele Punkte gibt es. Ja, da sind 600 ehrenamtliche Helfer und die müssen stehen. Welcher kleine Ort hat die Probleme mit seiner freiwilligen Feuerwehr, mit der Bergwacht und wie sie alle heißen mögen? Nicht. Die Menschen werden älter und die jungen Leute, ich will nicht sagen weniger, aber sie sind deutlich flexibler, die Welt ist kleiner geworden und man geht dahin, wo die Jobs sind, wo die interessanten Jobs sind, die Leute gehen studieren. Nicht alle kommen zurück. Insofern streitet man sich immer um die gleichen und die Handvoll. Herr Mayer, ich zitiere Sie vorhin wieder, der gesagt hat, es sind fast immer die gleichen. Ja, ja, das ist in meinem Ort genauso. Es sind immer die gleichen, die an jeder Front fast zu finden sind. Wir brauchen dieses Selbstverständnis auch im Thüringer Wald, wer wir sind, wo wir herkommen und dass uns, ich wiederhole mich jetzt, dass wir uns am besten nur selber helfen können, indem wir nicht neidisch zum Nachbarn gucken, sondern ganz einfach sagen, Sportsfreund, was hast du, pass mal auf und das habe ich und zusammen sind wir stark. Und dann kann man sich auch streiten, fürchterlich streiten, aber dann mache ich bitte das Fenster zu, mache ich wie zu Hause auch. Und wenn ich die Tür wieder aufmache, dann gehen wir raus und haben wir eine Meinung. Dann hätten wir unheimlich viel gekonnt, als uns permanent selber zu zerlegen. Und ansonsten sind wir Spitze hier in Thüringen. Haben wir eine ganze Menge, wir haben an Kultur viel, wir haben einen Regionalverbund, wir haben eine TTG, wir müssen nur alle fordern, weil jeder will. Vorhin habe ich gehört, wir müssen, Sie waren es hinten vom Schleizer Dreieck, Sie, jawohl, zu DDR-Zeiten, als war mein erster Campingplatz dort, den ich mal wahrgenommen habe, ja, stimmt, gibt es auch. Und es gibt nur ein Seil, in das wir ziehen müssen, wir müssen nur alle in eine Richtung ziehen, das ist der Punkt und nicht jeder in seine. Kann ich Sie nur unterstützen und auch langen Atem wünschen.
zwei Sätze sollte ich sagen, oder? Ich denke, das war schon eine ganze Menge. Schönen Dank. Vielen Dank, Petra Enders. Von Ihnen haben wir gelernt, das Rennsteig-Ticket soll bitte raus aus der Probephase, weil es funktioniert, sich bewährt hat und auch künftig einen tollen Effekt einfach bringt. Ihre Zusammenfassung aus Ihrer Sicht für dieses Podium und mit Blick auf den Tourismus und alles, was wir anschieben wollen. Also ich schließe mich da eigentlich dem Bürgermeister von Oberhof, dem Herrn Schulz, an. Tourismus funktioniert nicht einsam, Tourismus funktioniert nur gemeinsam. Und zwar mit allen Leistungsanbietern, die es gibt, von Hoteliers bis Pensionen, bis hin eben auch zu Wanderführern, zu Vereinen, zu Institutionen, zu natürlich auch den Marketingstrukturen, die wir haben, also der TTG, dem Regionalverbund, ich glaube, und den Städten und Gemeinden. Und ich glaube, wenn wir das also auch tun, wenn wir hier an einem Strang ziehen, so wie es jetzt auch schon der Bürgermeister gesagt hat, dann kann uns auch der Tourismus hier in Thüringen gut gelingen. Was mir natürlich noch wichtig ist, und das möchte ich vielleicht nochmal mit aufwerfen, neben, ich will meinen Forderungskatalog nicht nochmal wiederholen, das habe ich, glaube ich, sehr ausführlich im Vortrag gemacht, aber was mir vielleicht wichtig ist, und darüber sollte man in Thüringen reden, Tourismus ist momentan eine sogenannte freiwillige Aufgabe. Das heißt, es ist für Städte und Gemeinden oftmals schwierig, touristische Projekte umzusetzen, sei es im investiven Bereich oder sei es letztendlich auch in der Unterhaltung der touristischen Infrastruktur. Ralf Kalisch hat es vorhin gerade hier auch angesprochen. Und ich denke, wir müssen darüber nachdenken, auch Tourismus als eine wichtige, als eine pflichtige Aufgabe zu sehen, die letztendlich auch die Wirtschaftskraft der Städte und Gemeinden und Thüringens stärkt. Und ich glaube, da bedarf es eben auch politischer Veränderungen. Ich habe darüber schon mal mit dem Staatssekretär Mayer auch gesprochen. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir auch angehen würden. Und vielleicht kann man diesen Hinweis mit aufnehmen und ihn eben auch in der Politik, im Landtag oder in den entsprechenden Fachgremien diskutieren. Dankeschön. Ich würde Frau Dagmar Köllner vielleicht erst um das Schlusswort bitten und Herr Mayer, dann ganz zum Schluss, bitte. Ja, das, was ich mir wünschen würde, wäre zum einen, dass eigentlich nicht so eine Aussage kommt wie vorhin, man kümmert sich nur um den Wald und alle anderen Regionen fallen runter. Also das Gefühl habe ich eigentlich gar nicht und das Gefühl möchte ich auch nicht haben. Ich denke mal, die einzige Begründung dafür ist auch die, dass der Thüringer Wald, das Reisegebiet Thüringer Wald, circa ein Drittel des gesamten Bundeslandes ist und dass wir von den Übernachtungs- und Gästezahlen circa die Hälfte des gesamten Bundeslandes ausmachen. Und wenn es dann stockt in einer Region, dann stockt es halt im ganzen Land. Dann schaffen es die anderen nicht, dieses Defizit auch wirklich aufzuheben. Und von daher, glaube ich, ist es manchmal ein bisschen gerechtfertigt, auch zu sagen, wir müssen schon sehen, dass das größte Reisegebiet uns nicht irgendwo wegbricht, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke nicht, dass es so ist, dass nur Augenmerk darauf gelegt wird, sondern ich denke, dass das Land, sowohl die Politik als auch die Thüringer Tourismus GmbH ganz gut wissen, dass es 10 Reisegebiete gibt und dass nur alle zusammen das Urlauberaufkommen und das Reiseaufkommen für Thüringen ausmachen. Und ich würde mir wünschen, und eigentlich sitzen hier ja alle die es schon genauso tun, dass wir wirklich nur zusammen weiterkommen und dass wir alle, und jetzt bin ich wieder beim Spirit und das soll mein Schlusswort auch sein, dass auch wir den wiederfinden und uns nicht in unserer alltäglichen Arbeit ganz stupide irgendwo abarbeiten und sagen, es hat sowieso keinen Zweck, es funktioniert seit Jahren nicht, warum soll es denn jetzt funktionieren, sondern dass auch wir Touristiker selber uns wieder mal so einen Stoß geben und so einen Ruck geben und versuchen mit diesem Spirit, mit unserer Konzeption, mit der TTG-Konzeption, mit dem Vorhaben der Staatssekretäre gemeinsam, dass wir alle versuchen, diesen Spirit wieder zu kriegen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Dankeschön. Also Plädoyer für mehr Schulterschluss. Und ich glaube, Herr Mayer, wenn wir jetzt eine Liste auslegen würden, wer alles mit Ihnen wandern würde im Sommer, also ich würde mal schätzen, jeder Zweite mit Sicherheit. Vielleicht packen Sie ja noch Ihre Schreibmaschine aus dem Keller ein und Herr Mayerhofer nimmt seine gute alte Olivetti. Sie verabreden sich auf dem Kickladen zum Poetry Slam. Also da ließe sich bestimmt noch was ausdenken.
Und es ist dann auch kein Journalist in der Nähe. Nein, aber Butter bei die Fische, um es nochmal zu sagen, Ihr Schlusswort. Wir haben gelernt, Spirit ist vorhanden, ist aber noch ausbaufähig. Es gibt neue, tolle, moderne, innovative Produkte, um das Wort ausnahmsweise zu verwenden. Aber dennoch das Bedürfnis, die Regionen, die vielleicht ein bisschen weiter außerhalb liegen, nicht zu vergessen, unbedingt einzubeziehen und beim Wandern auch mal einen Umweg einzulegen. Bitte schön, Ihr Schlusswort. Ja, vielen Dank. Also es muss ja nicht heißen, dass ich jedes Jahr jetzt diese Tour quasi im Thüringer Wald mache, sondern es kann ja auch mal eine andere Region sein. Und die anderen Regionen sind ja auch wirklich sehr, sehr schön. Von Ost nach West, Nord nach Süd gibt es sehr schöne Angebote. Worauf es mir nochmal ankommt, also ich glaube, hier im Raum ist der Spirit spürbar und wir sind uns an der Stelle einig. Nur wir dürfen jetzt nicht naiv sein und sagen, das allein würde jetzt genügen. Es sind viele Dinge angesprochen worden, um das Leistungs- oder auch Projekte, die jetzt angestoßen werden. Aber eins muss klar sein, die Basis muss vorhanden sein, um den Tourismus wirklich nachhaltig nach vorne zu bringen. Und das ist eben das Angebot oder beziehungsweise die Qualität im Bereich der Leistungsträger und auch was die Servicequalität anbelangt, da müssen wir wirklich nochmal richtig rangehen. Das ist genau das, was ich mir auch persönlich vorgenommen habe, diejenigen zu wertschätzen, die es richtig machen. Das ist eben schon angesprochen, eine Exzellenzinitiative, was wir im Hochschulbereich schon haben. Diejenigen Hochschulen, die es richtig machen, werden besonders gefördert. Das brauchen wir auch im Tourismus, im Leistungsangebot, denn nur dann wird der Gast wiederkommen. Und das wäre das, was ich gerne auch noch mitgeben möchte, dass wir uns das alle immer vornehmen, dass wir da die Einstellung verändern können bei den Leistungsanbietern. Das wäre mein Anliegen. Danke. Dann bedanke ich mich bei Ihnen hier auf dem Podium, aber auch bei Ihnen fürs Mitmachen und Zuhören, fürs Dabeisein und Mitarbeiten. Es ist eine kleine Pause, knappe Stunde zum Stärken, aber auch zum Reden, zum Miteinander ins Gespräch kommen und ja, noch ein paar Euro.